Hallo alle zusammen. Sehen Sie sich unsere TOPS XFCE-Dateisystem, Datenrettungsprogramme an und wie man Daten von XFCE wiederherstellt. XFS ist ein Journal-File-System, aber anders als bei Datasystemen werden nur Änderungen an den Metadaten protokolliert. Es ist derzeit das Standard-Datasystem, das in Red Hat-basierten Distributionen verwendet wird. Die Nachteile sind die fehlende Möglichkeit der Größenänderung, die Schwierigkeit der Datenwiederherstellung und das Risiko, dass Dateien während der Auszeichnung bei einem unerwarteten Stromausfall verloren gehen, da sich die meisten Daten im Speicher befinden. Bevor wir die Software testen, sollten wir uns die Struktur des Dateisystems ansehen. Das gesamte XFS-Dateisystem ist in sogenannte Allocation Groups unterteilt, analog zu den Block Groups in XT2FS. Die große Anzahl und andere Beschreibungen der Allocation Groups stehen im Superblock und der Superblock steht am Anfang jeder Allocation Group, genau wie im XT2. Zumindest die ersten 2 KB jeder Allocation Groups haben das gleiche Format. Die 0 Allocation Groups und damit der 0 Superblock befindet sich ganz am Anfang des Geräts. Allocation Group ist in 4 weitere Strukturen unterteilt. Superblock, Informationen über freie Blöcke, Informationen über zugewiesene und freie Informationsknoten, für Bebauung Erweiterungen zugewiesene Blöcke. Das XFS-Dateisystem ist ein Bebaum. Die Daten liegen also in den Blättern des Baums und die Datenrettungssoftware muss die Kette durchqueren, um an sie herauszukommen. Wenn Sie einige Elemente aus dieser Kette entfernen, findet das dieses Programm möglicherweise den Pfad zu den Daten nicht. Bäume fassen Schlüssel in Blöcken mit mehreren Schlüsseln zusammen, was ihre Effizienz auf Festplatten erheblich steigert. Alle Blätter sind auf den gleichen unterstehenden Ebene angeordnet und jeder Block, sofern es sich nicht um ein einzelnes Wurzelblatt handelt, muss mindestens zur Hälfte gefüllt sein mit Schlüsseln. Als nächstes werden wir uns die Ergebnisse des Scannens gelöschter Daten aus dem XFS-Dateisystem ansehen und versuchen, einige Elemente auf der Dateisystemstruktur zu entfernen, um so zu sehen, wie die Programme aus unserem Top damit umgehen. Windows kann den Inhalt eines Wechseldatenträgers, ein Flashlaufwerk oder eine externe Festplatte mit dem XFS-Dateisystem nur anzeigen, wenn spezielle Dienstprogramme verwendet oder ein spezieller Treiber installiert wird. Datenwiederherstellungssoftware ermöglicht es Ihnen, ein solches Gerät zu betrachten und Daten von ihm wiederherzustellen. Für unsere Tests haben wir einige der beliebtesten Datenrettungssoftware ausgewählt. Hackman Partition Recovery, Reclaim, UFC, Explorer, Disk Intermittence, Disk Drill, Aktivier und Reise, File Scan Verger. Beginnen wir also mit dem Testen der Software. Wir haben eine Testplatte mit dem XF-Datasystem auf einem Linux-PK erstellt. Wir haben einige Daten, einige Ordner mit Fotos, Videos und einige Dokumente auf die Festplatte geschrieben und dann einige der Daten gelöscht. Wir werden den Test auf den Windows-PK durchführen. Schließen Sie ein Laufwerk mit XFSN an. Windows erkennt das XFS-Dateisystem nicht. Wenn das Laufwerk angeschlossen ist, werden Sie feststellen, dass das System das Gerät nicht erkennt und Sie auffordert, das Laufwerk zu formatieren, wenn Sie es verwenden möchten. Es ist nicht nötig, irgendwas zu formatieren. Führen Sie das erste Hacking-Praktische Recovery-Dienstprogramm aus und scannen Sie das Laufwerk. Wie Sie sehen können, zeigt das Programm das Laufwerk an, identifiziert das Dateisystem und zeigt den Namen und die Größe des Laufwerks an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen, versuchen Sie zunächst schneller scannen. Bei dieser Art von Analyse wird das Laufwerk ziemlich schnell gescannt und die Ergebnisse werden angezeigt. So werden Ordner und Dateien gefunden. Wie Sie sehen können, finden die Software die Daten leicht, zeigt alle Dateien an, gelöschte Dateien sind mit einem roten Kreuz markiert. Eine vollständige Analyse war nicht notwendig und hat uns letztendlich viel Zeit erspart, da diese Art von Analyse wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Der Inhalt aller Dateien kann in der Vorschau angezeigt werden und es gibt auch die Dateinamensuche, damit Sie schneller finden, was Sie brauchen. Die Dateien wurden vollständig wiederhergestellt. Wie Sie sehen können, bleibt
bleibt die Festplattenstruktur erhalten, alle Dateien und Ordner sind an ihrem Platz, was die visuelle Suche nach verlorenen Daten wesentlich erleichtert. Das Programm fand und rettete die verlorenen Daten leicht und ohne viel Zeitaufwand. Führen Sie das folgende Requiem-Programm aus. Bevor Sie zum Hauptfenster mit den Festplatten gelangen, müssen Sie einige weitere Fenster mit zusätzlichen Einstellungen überspringen. Dies kann für unerfahrene Benutzer einige Schwierigkeiten verursachen. Dann beginnt es mit der Analyse der angeschlossenen Laufwerke und zeigt eine Liste auf dem Bildschirm an, was ebenfalls einen Moment dauert. Die Software liest die Dienstinformationen aus und ermittelt das Dateisystem, die Namen und so weiter. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird eine Liste der gefundenen Geräte angezeigt. In der Liste sehen Sie das Testlaufwerk. Hier können Sie den Laufwerksnamen und die Größe sehen. Das Dateisystem wird nicht erkannt. Drücken Sie auf Scan starten. Im nächsten Fenster gibt es eine Auswahl an Analysen. Lassen Sie die empfohlene, entfernen Sie unnötige Markierungen aus den Dateisystemen Start. Das Ergebnis ist, dass die Software zwar die Dateien anzeigt, aber die gelöschten Dateien fehlen. Es ist schwer zu verstehen, ob die Analyse abgeschlossen ist oder nicht. Als wir das Programm genauer untersuchten, stellte sich heraus, dass es sich um eine Schnellsuche handelte, aber die gelöschten Dateien befanden sich in einem separaten Ordner und Clipsfeld. Die Namen solcher Dateien werden nicht gespeichert, aber eine Vorschau ist verfügbar, um festzustellen, ob sie wiederhergestellt werden können. Die Dokumente werden nicht in der Vorschau angezeigt, sodass nicht klar ist, ob das Programm in der Lage sein wird, sie vollständig wiederzustellen. Die Vorschau der Dokumente sieht wie folgt aus. Infolgedessen haben sich die Namen der Dateien geändert, die Ordnerstruktur ist beständig und wahrscheinlich verwenden die Software einen auf Dateitypen basierenden Schnellsuchalgorithmus. Drücken Sie die Schaltfläche Resümee, um die detaillierte Analyse zu starten. Während des Analyse können wir sehen, dass das Programm Dateien aus dem Ordner Unclaimed Feed an ihren ursprünglichen Speicherort überträgt und die Struktur und Namen wiederherstellt. Das Programm hat die Aufgabe gemeistert, auch wenn es eine ganze Weile gedauert hat. Führen Sie das folgende Dienstprogramm, den WFC Explorer, aus. Es werden der Laufwerkname, die Kapazität und darunter die Partition mit dem XFS-Dateisystem angezeigt. Beim Durchsuchen des Inhalts der Verzeichnis werden nur die Dateien angezeigt, die sich noch auf dem Laufwerk befinden. Führen Sie einen schnellen Scan durch. Die Schnellanalyse findet keine gelöschten Dateien im Strachverzeichnis des Datenträgers. Das Programm hat es geschafft, Dateien zu finden, die sich in Ordnern befinden. In der Vorschau wird der Inhalt von Dokumenten und Videos nicht angezeigt. Eine schnelle Analyse hat einige der gelöschten Dateien nicht gefunden. Sehen Sie sich die Ergebnisse der Suche nach gelöschten Dateien an. Entfernen Sie unnötige Markierungen. Wenn Sie dies nicht tun, kann der Scanvorgang etwas länger dauern. Dies ist ein Nachteil für unerfahrene Benutzer, die diese Kettchen wahrscheinlich nicht abwählen werden. Auch die Suche nach gelöschten Dateien dauert recht lange und ist nicht schnell. Als Ergebnis hat die Software die gelöschten Daten gefunden, sie werden in eine andere Farbe hervorgehoben und die Fotos können in der Vorschau betrachtet werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass nicht klar ist, ob die Dateien am Ende wiederherstellbar und nicht beschädigt sind. Außerdem ist es ungünstig, dass man dann erst erfährt, wenn man die Vollversion kauft. Als nächstes ist dies Drill an der Reihe. Die Software sieht das Gerät, seinen Namen und seine Kapazität, das Dateisystem wird nicht erkannt. Eine Schnellsuche ist für dieses Laufwerk nicht verfügbar, da die Software das Dateisystem nicht erkannt hat. Klicken Sie auf Suchen Sie nach Daten. Danach wird der Deep Scan Tiefanalyse sofort gestartet.
Infolgedessen werden die Dateinamen nie gespeichert und es ist schwierig herauszufinden, welche Dateien gelöscht wurden und auch das Ergebnis ist schwer festzustellen. In der Vorschau sehen Sie gelöschte Videos. Dokumente, deren Inhalt jedoch nicht angezeigt wird. Das Programm hat einige gelöschte Daten gefunden, aber es gibt keine schnelle Analyse, gelöschte Dateien sind in keiner Weise markiert, Namen werden nicht gespeichert, Dateien sind in Ordner nach Typ verstreut, die Suche der richtigen ist schwierig. Die Suche nach Dateien nimmt viel Zeit in Anspruch. Wenn Sie die Wahl haben, ist es besser, ein anderes Programm zu suchen. Das nächste Programm ist ActiveAnalyzer. Der Hersteller sagt, dass er XFs unterstützt, aber am Ende wird das Laufwerk mit einem nicht zugewiesenen Bereich angezeigt, dass er das Dateisystem auf dem Laufwerk nicht erkannt. Die Schnellanalyse findet keine Daten auf dem Laufwerk. Die Schnellanalyse in diesem Programm dauert länger als die vollständige Analyse in DiskDrill. Eine signaturbasierte Dateisuche findet die Daten, aber es gibt keine Möglichkeit festzustellen, welche Dateien zuvor gelöscht wurden, da die Dateinamen und Strukturen nie gespeichert werden und die Wiederherstellungsergebnisse daher schwer zu ermitteln sind. Die Vorschau zeigt nur die Fotos. Wenn wir die Dateien durchsehen, sehen wir, dass einige der gelöschten Dateien wiedergefunden werden können, aber da die Namen und die Struktur nicht gespeichert werden, ist es schwierig, die richtigen Dateien zu finden. Superscan braucht zu viel Zeit. In einer halben Stunde hat das Programm nicht einmal 1% der 10 GB Kapazität gescannt. Falls Kargen, das angeblich auch das XT-Dateisystem unterstützt, zeigte ein ähnliches Ergebnis. Eine Schnellanalyse ergab nichts und eine vollständige Analyse mit einem signaturbasierten Suchalgorithmus ergab, dass Dateinamen und Struktur verloren gingen. Die Benutzeroberfläche ist nicht besonders benutzerfreundlich und kann für unerfahrene Benutzer zu Schwierigkeiten führen. Nachdem wir durch die Dateien gescrollt haben, können wir sehen, dass einige der gelöschten Fotos vom Programm wiederhergestellt wurden. Dokumente und Videos werden in der Vorschau nicht angezeigt, das Ergebnis ist nicht bekannt. Da die Dateien erst nach der Wiederherstellung angezeigt werden können, ist die Wiederherstellung erst nach dem Kauf der Vollversion möglich. Meiner Meinung nach gibt es bessere Alternativen. Aus den Ergebnissen haben wir also drei Programme, die es geschafft haben, gelöschte Daten aus dem XFS-Dateisystem zu finden, und zwar in vollem Umfang. Einige haben es schnell geschafft und andere haben mehr Zeit gebraucht. Hetman Partition Recovery, OS Explorer und Reclaim sind bis jetzt die Favoriten. DiskDrill schnitt etwas schlechter ab, da es nach signaturbasierten Dateien sucht. ActiveAnalyzer und FileScanVenger sind meiner Meinung nach den Aufwand nicht wert, da es keine kostenloses Programm gibt und die Wiederherstellbarkeit fraglich ist. Für weitere Tests werden wir einen Teil des Dateisystems löschen, nämlich einen der Superblocke des Dateisystems. Löschen wir den Master Superblock. Starten Sie also Partition Recovery, die Software identifiziert das überschriebene Laufwerk als Partitionenbereich. In diesem Fall ist nur die vollständige Analyse verfügbar. Wählen Sie das Dateisystem aus und deaktivieren Sie Inhaltssuche nach Signatur, da die Analyse in diesem Modus sonst mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das Programm hat eine XFS-Partition gefunden. Wie Sie sehen können, wurde die Struktur der Ordner und Dateinamen beibehalten, selbst nachdem der Hauptsuperblock teilweise überschrieben wurde, sodass Sie keine Probleme bei der Suche nach Dateien haben werden. Alle Fotos und Videos sind in der Vorschau verfügbar, nur gelöschte Dokumente können nicht angezeigt werden, werden aber vollständig unbeschädigt wiederhergestellt. Führen Sie das folgende Dienstprogramm US Explorer aus. Dieses Dienstprogramm zeigt auch die Festplatte mit einer unbekannten Partition an. Parkieren Sie das Dateisystem und starten Sie den Scan-Vorgang.
Es hat alle Dateien gefunden, einschließlich der Dateistruktur und Namen. Der einzige Nachteil ist, dass nicht alle Dokumente und Videos in der Vorschau angezeigt werden können. Die Wiederherstellung dieser Dateien ist fragwürdig, da es nicht möglich ist, den Inhalt einzusehen, ohne ihn auf der Festplatte zu speichern. Das nächste Programm ist Reclaim. Der zweite Test, den ich durchgeführt habe, betraf ein Laufwerk Image, da ein Teil des Dateisystems überschrieben worden war. Wie ich bereits sagte, ist die Benutzeroberfläche des Programms ziemlich kompliziert und verwirrend. Um einen unerfahrenen Benutzer wird sich schwer tun, herauszufinden, welche Optionen er auswählen soll. Verlassen wir das XS-Dateisystem und beginnen wir mit dem Scannen. Die Software hat es geschafft, gelöschte Dateien zu finden, die Struktur und die Namen der Dateien werden erhalten und die gelöschten Daten werden angezeigt. Die Nachteile sind, dass die Dokumente nicht in der Vorschau angezeigt werden und die Festplattenanalyse im Vergleich zu den vorgenommenen am längsten dauerte, nämlich 2 bis 3 Mal so lang. Die Skrill, Aktivanreiser und Fall Skaverger verwenden einen signaturbasierten Suchalgorithmus. Diese Art der Analyse ist langsam und speichert den Versagensbaum und die Dateinamen nicht. Das Ergebnis ist also nicht zufriedenstellend. Da diese Programme nicht kostenlos sind, würde ich mich für Programme entscheiden, die eine bequeme und schnellere Möglichkeit bieten, nach verlorenen Dateien zu suchen. Was kann ich also zum Schluss sagen? Aus der Liste der getesteten Programme haben 3 Programme Daten mit der Erhaltung der Datenstruktur und der Dateinamen gefunden. Hetman Partition Recovery, OS Explorer und Reclaim Pro. Einige zeigen Dokumente und Videos nicht in der Vorschau an. Ohne die Dateien zu speichern, ist es schwierig zu beurteilen, ob die Dateien vollständig wiederhergestellt werden können. Das ist unpraktisch, weil Sie die Vollversion des Programms kaufen müssen, um es wiederherstellen zu können, und es kann sein, dass die Dateien beschädigt sind und einige Videos oder Dokumente nicht angezeigt werden. Hetman Partition Recovery zeigt alle Dateien in einer Vorschau an und Sie können das Ergebnis des Programms vor dem Kauf der Vollversion beurteilen. Es verfügt über eine benutzerfreundliche und intuitive Schnittstelle, die auch für unerfahrene Benutzer leicht zu bedienen ist. Die Struktur von Ordner und Dateinamen kann gespeichert werden, sodass Sie die gewünschten Daten leicht finden und Zeit sparen können. Der Algorithmus des Programms ermöglicht es, Daten wiederherzustellen, selbst wenn der größte Teil der Dateisystemstruktur gelöscht wurde, und falls noch Daten auf der Festplatte vorhanden sind, ist es in der Lage, diese wiederherzustellen und dem Benutzer anzuzeigen, da es bei der Suche eine Signaturanalyse verwendet. Wenn Sie Daten von einem RAID-Array mit dem XS-Dateisystem wiederherstellen müssen, das bei einigen NAS-Herstellern recht breit ist, verwenden Sie die Version von Hetman RAID Recovery. Diese Version unterstützt alle gängigen Dateisysteme und RAID-Level. Detaillierte Informationen zur Wiederherstellung von RAID-Arrays auf diesem Dateisystem finden Sie in unseren anderen Videos. Der Link wird in der Beschreibung angegeben. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.